gegenüber der Berliner Dom. Was geht ab? Six All in the Mix. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und ich dachte mir, diese Plattenbauhaussiedlung hat mir letztens gefallen hier in Berlin-Mitte. Und ich habe direkt noch eine gefunden. Und zwar hier hinter mir. Seht ihr das? Und da fahren wir jetzt mal hin. Ja. Six All in the Mix. Herzlich willkommen zu einem Video. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Und mein PayPal-Link ist natürlich wie immer unten in der Infobox. Wenn ihr Lust habt, unterstützt mich. Viel Spaß auf dieser Reise. Let's go. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier so los ist, weil hier ist es wirklich direkt neben, also direkt am Alex. Klar, bloß auf der anderen Seite, letztens waren wir auch am Spittelmarkt und hier sind ja auch mehrere Gebäude jetzt. Ja, tolle Gegend hier, auf jeden Fall. Ich bin nicht mal bis dahin gekommen, aber macht ja nichts. Ich kann euch jetzt so mitnehmen, mit dem E-Scooter. Ist ja nicht so schlimm. Auch wahrscheinlich sehr teuer hier zu leben. Ja, meine Lieben, und hier sind wir auch schon. Heftig. Windig. Und wir probieren natürlich, dass wir da in so ein Gebäude kommen. Ja, der Typ kommt hier gerade raus. Okay, das ist hier so eine, das sind so kleine Gebäude. Aber die Dinger würden mich hier interessieren. So, weißt du? Die Dinger. Sieht schon krass aus. Das ist ja typisch Ostblock. Mit Tischtennisplatte. Vor den Gebäuden. Heftig. Guck mal, ob wir da reinkommen. Ey. So, wir sind jetzt vor dem ersten Gebäude hier. Was hat das für Stockwerke? Auch mindestens 20 Stockwerke hier in der Ecke. Boah. Wir fahren mal wieder zurück. Boah, das Ding ist auch nicht gerade klein. Heftig, Bruder, was geht da ab? Übrigens ist das wirklich dieselbe Gegend hier, bloß von der anderen Seite sehe ich gerade. Wo wir letztens waren, das ist genau dieselbe Gegend, Freunde. Bloß wir waren von der anderen Seite da. Genau. Das sind sozusagen diese anderen Gebäude, die weiter nach hinten gingen dann. Ich habe ja gesagt, ich kann ja nicht die ganzen Gebäude hier checken. Aber heute sind wir trotzdem nochmal da und könnten das theoretischerweise. Ja, also schon heftig. Mich würde natürlich interessieren, was die Miete hier kostet. I don't know, bro. Weil die Jungs letztens, die haben mir irgendwas erzählt, von unter 400 Euro. Ja. Tch, auch interessant hier mit den Tags. Lustig gemacht. Verzeihung, darf ich Sie fragen, was die Mieten hier kosten? Ist das denn teuer? Ja, das ist unterschiedlich. Das sind ja verschiedene Größen der Wohnung. Ah ja, okay. Das ist wahrscheinlich ein Zimmer, zwei Zimmer. Die kleinere Dreiraumwohnung mit 64 Quadratmeter kostet so circa 600, aber das sind alte Mietverträge. Ja, genau. Davon, das war eben, genau, eben, das war eben, genau, eben. Ich bin leider, also ich hab das leider, ich bin da, ist. Ich habe letztens zwei junge Männer getroffen und die haben irgendwas von unter 400 Euro gesprochen. Aber in Berlin unter 400 Euro und dann noch in der Umgebung? Schwierig. Ich habe mit 64 Quadratmeter bezahle 640 Euro. Wow. Aber das sind sieben. Alte Mieten. Es wird sicher jetzt etwas teurer sein. Naja, genau. Das heißt, die Leute, die schon etwas länger hier leben, die haben die alten Mietverträge, oder? Okay. Und da ist es noch preiswerter. Ich weiß, dass eine größere Vierraumwohnung hier wohl an 900 kostet. Das sind aber auch zwei Toiletten. Ja. Ja, und so weiter. Die Zeit kommt neu an 900. Okay, weil wir sind ja hier wirklich sehr zentral. Und ich hatte das schon so um den Dreh im Kopf gehabt, dass es hier nichts unter 1000 Euro gibt. Aber ihr habt es gehört, sie hatten die alten Mietverträge. Und sie ja auch. Seht ihr? Aber wenn du neu rein willst, übrigens bauen die hier überall Löcher. Wenn du hier neu rein willst, 900. Dreiraum, Vierraumwohnung mit der Familie, ja. Also es ist schon, ja, ich muss mich nochmal überzeugen lassen. Das war jetzt wirklich nicht so aussagekräftig. Zum zweiten Mal schon wieder. Ja, ich glaube, es ist teurer, viel teurer als das, was die junge Dame uns erzählt hat. Ihr seht, die bauen ja ständig um hier. Berlin wird ausverkauft, Alter. Überall ist irgendwas. Die bauen, guck mal hier, das ist alles Neubau. Hier, die sind nicht so hoch, aber das sind alles Neubauten. Und dann werden die Wohnungen schön gemacht oder richtig schön teuer verkauft. Und darum geht es hier auch so. Mieten sind teuer hier. Sehr teuer. Heftig. Und du musst natürlich auch versuchen reinzukommen. Das ist das Ding so. Ja, musst du Glück haben. Ja. Wohngemeinschaft, bla 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 und alle so eine Scheiße. Aber die haben hier wirklich alles in der Nähe. Du bist direkt im Zentrum. So eine Wohnung würde mich privat auch interessieren. So ein Büro bräuchte ich sogar.
Und so ist es nämlich. Genau so rum ist das nämlich. Weil die Mieten heute und die Vermieter übelst geizig geworden sind. Dass du hier absolut nichts kriegst. Mann, wir sind hier gerade, keine Ahnung, schaut mal hinter mir. Alexander, Berlin Alexanderplatz. Der Fernsehturm. Ja. Keine 300 Meter. So. Ja, Mann, hier ist es auf jeden Fall viel teurer. Ihr seht, der Alex ist genau nebenan, Alter. Also wenn hier eine Wohnung 500 Euro kostet, drei Zimmer, dann fresse ich einen Besen. Ja, ein Zimmer ist klar. Ein Zimmer sind immer zwischen 4 und 500 Euro. Das ist der Standard. Obwohl die jetzt auch immer mehr steigen. Ja. Aber so Dreiraumwohnungen oder so. Na, guck mal, hier so ein kleiner Trabi. Aus dem Nichts. Heftig. Also ich schätze mal so 3-4 Zimmerwohnungen für eine Familie, richtige Familien hier, kriegst du nicht unter 1,5. Hoch rauf bis 2000 Euro. Sag ich dir so, wie es ist. Meine Einschätzung, also die Wahrheit dann sozusagen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie teuer die Wohnungen hier sind, aber ich kann mir das so vorstellen, dass hier nicht unter 1,5 irgendwo reinkommst. Das sind tolle Gegenden. Das sind wirklich sehr tolle Gegenden. Das ist alles hier Neubau, was ihr seht. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Da wohnt noch keiner. Schaut mal, das sind neue Wohnungen. Das ist alles Neubauten. Licht ist an, aber da ist wirklich kein Schwanz gerade. Das sind so Bauarbeiten. Seht ihr das? Die Wohnungen wurden hier alle neu, frisch, sozusagen hergestellt. Krass, Diggi. Schaut euch das an. Berlin ist wirklich am Ende mit Wohnungsnot. Sie müssen schon neue Gebäude raufknallen. Ihr seht's ja. Naja. Das hier ist aber auch Neubau, das Ding hier. Das ist alles Neubau. Außer diese hohen Gebäude. Die hohen Gebäude hier, die sind schon etwas älter. Aber die kleinen, normalen hier an der Seite, wie ihr seht, die sind neu. So, kurz mal absteigen. Schaut euch das ganz genau nochmal an. Seht ihr das? Das sind komplett neue Gebäude. Businessräume. Arbeitsräume. Drüber sind Wohnungen. Apartments. Kleine Studios. Das hier wird teuer. Teuer, teuer. Das wird safe teuer. Und das letzte Mal waren wir dort drüben. In den Gebäuden. In eins davon, oben. Und konnten dann zum Alexanderplatz schauen, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja. Schaut euch das an. Ja, also, das sind alles so Neubauten. Wo durch der Staat natürlich auch ein bisschen Kohle machen will. Die Mieten werden wahrscheinlich überdimensional. Glaubt mir, wer hier einziehen möchte, der kann es sich überhaupt nicht leisten, Mann. Und hier lassen die auch nicht jeden ran. Guckt mal bitte, wie nobel das jetzt alles aussieht hier. Klein New York so ein bisschen, Berlin Mitte. Ja, ich glaube, die Leute wissen selber nicht, was hier abgeht, so weißt du. Die Oma war am realistischsten gerade, die ältere Frau. Die war am realistischsten, weil sie weiß, dass sie einen alten Mietvertrag hat. Und sie weiß, dass sie immer die älteren Leute sowieso weghaben wollen. Mit einer Abfindung oder die ekeln die einfach raus, so. Die machen sogar die Stufen hier. Dieses Gebäude habe ich vorher auch nicht gesehen. Das war eine freie Fläche hier alles. Ja, diese höheren Gebäude hier, die sind schon etwas älter. 90er. Genau. Die kommen alle aus den 90er. Am Anfang nur Mitte 90er. Aber das hier ist neu alles. Krass. Was alles dazu kommt, Alter. Und diese Gebäude werden Asche kosten. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ja. Wer hier wohnen will, vor allem hier, ja, schaut euch das an. Alexanderplatz gegenüber einfach nur über die Straße gehen und schon bist du am Alex von dem Fernsehturm. Come on, 500 Euro für drei Zimmer, hau mal ab. Und dann hier noch so schön am Wasser. Ja, vor allem da hinten am Roten Rathaus. Seht ihr das? Mit einer Berliner Flagge. Schaut mal bitte, wie schön das Ganze aussieht hier. Schau mal. Heftig. 600 Euro Miete. Auf gar keinen Fall. Herrlich, die Aussicht. Also dann erzählen mir die Jungs letztens, wer mir erzählen will, der hier leben will, hier unter 400 Euro im Monat, der ist krank. Ich musste einfach nochmal herkommen, zurück zu dieser Wohnung, zu dieser Hochhaussiedlung da, um zu sehen, was da so läuft. Ne? Da gibt es ja mehrere hohe Gebäude und ja, ich bin einfach nochmal hergekommen, wie ihr seht. Und ja, vielleicht zu späteren Zeitpunkt noch einmal, vielleicht können wir ja mal irgendwie Leute finden, die da wohnen, die sich das Video jetzt hier angucken
und sich melden und sagen, ja, wir können dir gerne mal unsere Wohnung zeigen. Daran werde ich jetzt eher arbeiten, dass ich auch mal in die Gebäude komme, auch mit Leuten spreche, die da wirklich wohnen. Das wäre vielleicht mal interessant. Ja, und nicht ständig nur von außen oder mal ab und zu mal ins Flur gehen. Ja, mal gucken, ich bin dran. Das war's mit dem hier von Six Wine Mix. Abonniert, aktivieren, kommentieren, Daumen nach oben. Und mein PayPal-Link ist unten. Haut rein. Ich bin gerade im Alexa. Ihr seht, das sind wirklich ein paar Schritte nur hier entfernt. Ich habe den Roller hinten abgestellt und bin dann nur noch zu Fuß gelaufen. Das waren jetzt 3 Minuten. Haut rein. Grüße aus Berlin.